Ja, der Gerard hat auch was für uns. Ja, wir sind schon auf dem Weg zu dir. Da ist ein anderer Spieler. Ey, verdammt. Schnell weg. Lass uns bloß in Ruhe. Komm schnell rein da. Ach, ja. Warte mal, einer muss... Oh. Oder können wir beide betreten? Ich habe es schon betreten. Ich hatte Panik. Ja, hab ich auch. Ja, von solchen Spielern, man weiß nie, was die vorhaben, ne? Aber geht ja online, bin ich immer. So, ist wirklich, kriege ich immer Stresspickel. Oh, tritt bei. Was ist der Bottelonino? Warte, ich bin noch nicht drin. Ach so. Nee, bei mir ist auch jemand anders. Oh nein. Okay, dann gehe ich raus, okay? Auch raus. Ja. Na, das habe ich jetzt nicht gedacht. Ich auch nicht. Hey, jetzt sind wir wieder hier. Ja, hallo. Und der Typ ist nicht mehr hier. Was machen wir jetzt? Deal die Fracht. Müssen wir das machen? Nicht, ne? Nee, das können wir machen. Okay. Hey, wir kommen hier, glaube ich, beide nicht in eine. Ja, da muss ich wieder eine Mission. Oder sollen wir... Fahren wir erstmal zu uns nach Hause, dann? Ja. Oder zu dir. Zu mir, zu dir. Also gelbe Punkte sind Auftraggeber. Okay. Ja. Oder aber schade, dann können wir gar nicht beide da rein, so. Oder man muss das halt dann... Oh Gott, pass auf. Und wieder so ein Typ. Okay, ja. Ich muss meine guten Fahrerkünste muss ich einschalten. Ja, ich versuche ihn von uns abzu... Ha! Der ist... Boah, ist der dumm gefahren. Also ich versuche, ne, uns vor ihm zu... Der verfolgt mich. Aber gut, wir gehen schnell rein. Ja. Warte mal, waren wir gerade eigentlich in meiner oder in deiner Wohnung? Ich glaube in deiner. Ich glaube in deiner, weil es war dein... Aber wie können wir denn dann... Ich glaube, du musst erstmal reingehen, aber ich habe ja auch bei dir geklingelt, so, ne? Ja. Deswegen sehr merkwürdig. Frage. Soll ich auf ihn schießen, wenn er kommt? Nee, oder? Na, das ist die Frage, ob er. Bitte, ja, die hupen immer so wie die Idioten. Lass mich. Ah, er hat. Ich weiß nicht, ob der. Vielleicht ist es auch einfach so, die. Ich suche einen Mitspieler. Kann auch sein. Ahnung. Ich weiß es nicht. So, ich lasse mein Auto hier draußen und dann gehst du vorne rein, ne? Mhm. Und ich versuche dann nochmal bei dir zu... Ah, nee, warte, wir wollten Garage, ne? Geh mal zur Garage. Okay. Ah, oder muss ich... Nee, warte. Muss ich bei dir klingeln? Damit wir beide in eine Wohnung können? Oder komm einfach mit deinem Auto rausgefahren. Okay, das können wir auch. Yay, ich kann Fahrzeuge in meiner Garage abstellen. Nee, sicher abstellen. Genau. Ich gucke mir auf jeden Fall später das Video an, weil ich gespannt bin, wie ich mich anhöre. Ob ich zu leise bin oder zu laut oder... Also, sollte eigentlich gehen, ne? Sollte gehen. Ich kann es ja auch noch ein bisschen höher stellen, wenn es dann doch... Aber eigentlich müsste es passen. Die Qualität bei Discord ist bei dir deutlich besser. Ja. Aber ich weiß nicht, woran das liegt. Ich denke, Discord irgendwie Audio-Codec, oder? So wie, oder wie kann heißt auch das? Sein, ja. Oder Encoder oder irgendwas. Ja, könnte sein. Genau wegen meinem Auto, also wegen meinem privaten Auto, das ist halt hinten, da kommt Wasser rein, oben am Dachhimmel, der ist ein bisschen nass. Und ich, der Meisterchef meinte, das liegt wohl an der Bremsleuchte, die über dem Kofferraum, über der Kofferraumklappe ist, ne, dass da Wasser reinkommt. Habe ich jetzt nächste Woche Freitag, da habe ich nämlich frei, habe ich da einen Termin. Und dann schreibt er das auf und guckt sich das Ganze an. Hoffentlich wird das alles gut, weil dann ist nämlich im Winter meine Scheibe von innen gefroren, die vordere. Oh nein. Das ist scheiße, ne? Mann, wie kriegst du das denn weg? Eigentlich musst du dein Auto vollheizen, oder? Vollheizen, ja. Auf Stufe 4, also auf höchste. Ja. Kommst du raus, oder? Ach so, ich muss. Ach ja, warte. Entschuldigung. Ach, jetzt ist mein. Ach so, warte mal. Ich würde noch mal kurz reingehen und mit meinem Weißen rauskommen, weil ich glaube, das Orange ist nicht versichert. Doch, das ist automatisch, wenn du ein Auto kaufst. Ja. Ah, ich dachte... Aber du kannst dir das neue holen und dann... Hey, jemand hat mich hier umgebracht. Wirklich? Verdammte Scheiße. Oh nein! Ja, der kann mein Auto erstmal bezahlen. Warte, ich stelle ihm das in Rechnung. Mit Mausmittel. Ja, der Max Hartwickel-Null hat sich getötet. Genau. Wo bist du? Gespawnt? Ich bin, warte, ich bin. Ach, da, ich sehe dich. Du kannst mich abholen. Aber ich dachte, du kannst das nur versichern. Och, Mädchen. Wenn du das dann kaufst. Du hast dein Auto kaputt gemacht. Hab ich? Ja, ein bisschen. Dann musst du nämlich gleich Reparatur bezahlen.
Ey, das Auto sieht ja echt so aus wie bei GTA 4. Oh, warte, das hört sich echt gut an. Warte mal, so, fahren wir zum, dahin. Was ist denn das kaputt? Ich sehe nichts. Vorne. Mach mal, drück mal C, dann siehst du es. Ja, ich seh, für mich sieht das... Die Scheibe ist kaputt, die Front, die Motorhaube ist hoch. Hä? Nee, bei mir ist alles supi. Okay. Ja, wer weiß. Ha. Bei mir sieht komisch aus. Also kaputt aus. Ach so, okay. Wer weiß. Ist egal. Ah, nee, dann mach ich mir wieder so ein... Es hört sich echt gut an, das Auto. Ich glaube, ich hole mir das auch. Jo. Und es fährt schnell, ne? Ja, aber ich sag mal, vom Handling ist es ein bisschen schwierig. So weißt du, ne? War es in GTA 4 auch. Ist halt so ein Muscle-Car, ne? Ja. Guck mal, da rennt einer. Der Wolf! Der hat, glaube ich, den getötet, der dich getötet hat, ja. Könnte sein. Nee, das ist er nicht. Ich... Ja, danke. So. Was ist jetzt? Achso, ich sollte reinfahren, oder? Hm, bist du. Jetzt kannst du dein Auto... Ich kann nichts machen. Ich sitze nur hier drin. Ich kann nur sehen, was du da dran veränderst. Na gut, Panzerung brauche ich eigentlich... Warte mal, wo war denn das? Sprengstoff? Nee, das habe ich nicht. Also, ich würde auf jeden Fall die, die Felgen würde ich neu machen. Ich würde schusssichere Reifen, wenn das geht bei dir. Oh, waren denn jetzt die Reifen? Spoiler vielleicht. Fang mal. Warte mal, Auspuff. Haben wir da irgendwas Schönes? Oh, das ist natürlich. Ach, der ist gesperrt. Wird bei Drang 30. Aber das sieht richtig nice aus. Das sieht richtig gut aus. Jeden Fall. Was hast du? Motorhaube, ne? Gut, das kann sieht auch. Das war wie in GTA 4, ne? Das hier? Ja, die waren in GTA 4 so. Stimmt, die hatten vorne diesen Trichter. Aber okay, ich kann. Ich nehme erstmal das hier bei 1,7. Okay. Das ist das Einzige, was ich mir kaufen kann. Hupe. Ja, okay. Hupe? Kannst du die gleiche wie ich machen? Oh, klingt schon für gut, 5000, ne? Für 5000 geht das schon. Normal Lichter. Bist du ein Xenon-Scheinwerfer oder? Ja, Xenon. Aber wenn das geht bei dir schon? Nein, oh, Rang 21. Ja, schade. Mir das sind viel Neon besser. Kids? Neon. Gut. Ach nee, Neon habe ich bei mir nicht. Weil ich weiß nicht. Na gut, für das aber Geld wird... theoretisch. Jetzt habe ich Nummernschild, Lackierung, würde ich einfach Überrollkäfig, Dach. Und dann Dach machen. Obwohl ich das schon lackiert schon irgendwie ein bisschen besser finde in Amerikanern. Nee, auf... Oh, nee, auf jeden Fall. Das sieht scheiße aus. Nein. Kann man noch irgendwas anderes außerflacken? Ja, dann nehme ich das serienmäßige Dach. Verkaufen! Nö. Gut. Also, Spoiler. Genau, Spoiler. Spoiler, sieht das gut aus? Das ist ein GTA 4, hatte der einen Spoiler, ne? Ganz ich glaube klein. Auch, ja. So, mal Turbo-Reifen, ne? Felgentypen. Ein Sportfelgen? Oder nicht so. Die eigentlich ganz nice, oder? Sehen gut aus, ja. Die passen gut zu dem Auto. Die hier? Und dann in schwarze Farbe? Oh ja, kann ich die Farbe? Ja, kannst du gleich, da musst du. Das ist immer Chrom, das ist wundergut. Ach da, Felgenfarbe. Da gibt's schwarz sieht schon geil aus. Oder orange. Lieber orange oder schwarz? Orange sieht auch geil aus, ne? Ja, ich glaube, das passt mehr dazu, oder? Als das. Das hellere? Ja, oder? Das leuchtende oder eher das? Ja, das nee, ich würde das hellere nehmen. Ja. Ja. Sieht aus wie so eine Orange. Stimmt. Reifenmuster. Ach so, Tuning. Achso, ja gut, das ist ja. Reifenversion, genau. Ah, brauche ich Stufe 20 erst für schusssichere Reifen. Ich glaube, ich noch 8. Ja, auch lila. Ich finde das so krass, dass man das alles freischalten muss, ne? Ja, das ist krass, aber das mit dem Level, das wird ganz schnell eigentlich. Wie, was ist denn eine Wheelie Bar? Ach, sowas, na gut, das finde ich jetzt eigentlich. Nee, das nicht, ne? Fenster. Super, das Limousine. Auto sieht echt geil aus. Ja, Limousine hast du aber noch nicht, das habe ich sogar nicht. Aber das sieht schon geil aus, das Auto, ne? Ja.
Aber so, wenn du wirklich alles freigeschaltet hast, dann sieht es bestimmt mega geil aus mit den ganzen Tuning-Elementen. Aber jetzt sieht das sogar schon viel besser aus als gerade. Einfach aufgrund der neuen Felgen und so. Das stimmt. Na gut. Und schusssichere Reifen gingen nicht. Nee, dann brauchst du Stufe 20. Das ist wirklich wichtig, wenn du dich zum Beispiel so seitlich hinstellst wie ich, dann... Stimmt, dass du dann... Ja. Hast du alles? Oder? Ja, ich habe alles. Sicher? Ja, ich möchte gern verlassen. Oh nein. Oh ja, das sieht geil aus, ehrlich. Oh nein. Guck dir die Felgen an. Ja, oh. Nur Angst? Ja, ja, Junge. Oh, es geht ja mir auf den. Das kann doch nicht schon wieder sein, ne? Diese Leute, ey, die sind echt... Ja. Oh, jetzt zeige ich einen Mittelfinger, guck mal. Lol. Ja. Ja, aber das Auto hat schon was. Ich war mir nicht so sicher, ne, als ich hier diese drei kostenlosen hatte. Aber das sieht schon... Also ja, das hat was. Mhm. Guck mal, da kommt er rausgefahren. Das sieht schon auf jeden Fall geil aus. Ja. Ich meine, meine Denka Blister sieht auch sehr schön aus. Das stimmt. Kleine Knutschkugel. Oh. Wollen wir noch eine Mission machen? Können wir? Irgendeine? Wenn du möchtest, ja. Nur die Frage, welche, ja. Soll ich starten? Ja, gerne. Weil ich hab da ein paar mehr. Wobei die erste Mission, die wir gemacht haben, die war schon geil, ne? Das stimmt. Also die war irgendwie... Aber ich fliege auch so gut, muss man dazu sagen. Das stimmt. Die Los Santos Connection, ich habe die freigeschaltet. Sollen wir machen? Ja, gerne. Auf nach Rang 40 und ich bin ja jetzt 41er. Let's go. Die dauert aber ein bisschen länger, da müssen wir auch aufpassen, ne? Kein müssen wir später Problem. Laptop hacken und so. So. Einladung ist rausgegangen. Ich bin 42 schon. Krass. Krass. Die ist von Martin Madrazo. Das heißt, wir sollten jetzt. Ach nee, wir sollten jetzt genau da sein, wo wir jetzt sind. Okay. Also der Phil-Killer, der hat auch keinen Bock mehr. Not funny. Hm? Nee, die sagen hier funny, wahrscheinlich hier irgendeine Beleidigung, so funny asshole oder sowas. Die sind auf jeden Fall alle sehr amused, dass sie hier getötet werden. So. Weißt du, was du noch einstellen musst? Nee. Bei M, drück mal M und dann mach mal Fahrzeuge verwalten. Mhm. Fahrzeugeinstellungen und dann mach mal Fahrzeugzugang. Mach mal auf oder nur Beifahrer oder so. Also ich weiß es nicht. Oder Freunde. Ja, Freunde. Okay, dann sollte ich ja eigentlich hier rein können. Ja. Ja. Mhm. Okay. Das heißt, wenn ich, sage ich mal, jetzt mit irgendwelchen Fremden eine Mission spiele, die können nicht mehr rein. Weil die sind ja nicht mit mir befreundet, ne? Ja. Du kannst aber auch auf nur Beifahrer stellen, ne? Ach, okay. Dann, genau, das kannst du auch. Oh ne, das Auto sieht schon geil aus, ne? Mhm. Ja, das sieht gut aus. Das fährt sich auch gut. Vorsicht! War da irgendwas? Ja, also bei mir bist du gegen die Wand geknallt. Was? Nee. Ja. Ich fahre gerade voll vorbildlich. Okay. Das ist weird, das ist bestimmt mit Internet irgendwas. Ja. Aber bei mir ist das Auto kaputt. Nee, bei mir ist es ganz. Ich bin auch nicht irgendwo gegengeknallt. Das ist das Internet. Das ist weil ich kann dir nur das sagen, was ich gerade sehe. Ja, ne? Krass. Ja. Ist nicht schlimm. Hat bestimmt mit Online was zu tun, ne? Aber trotzdem komisch, da musstest du ja trotzdem irgendwie eine Verzögerung haben, weil ich dann, ich prall ja trotzdem ab und hab dann nicht mehr die Kamera. So, wir müssen jetzt, steigen wir aus schon? Also, soll ich ranfahren oder wollen wir hier irgendwo Kannst fahren? Kannst du auch. Fahren wir rückwärts. Oder so, auch gut. Und da stehen jetzt gerade, da steht schon einer. Vorsicht, steigen wir aus schon. Verpassen den im Headshot. Willst du machen? Ja, warte. Aber der wird gleich auf mich... Oh, also ich habe eigentlich auf Headshot... Ich hätte das mit Spezialkarabiner machen können. So, ich habe... Oh, fuck, ich habe auch keine Muni mehr für einen Karabiner. Na gut, das geht auch schon so. Ja, hier mal. Oh. Der noch! Das war's schon, ne?
Aufpassen, gleich kommen Gegner. Wenn wir. Und übrigens, wenn hier steht, überprüfe das GPS des Grangers, dann musst du einfach nur ins Auto reingehen und dann wieder rausgehen. Du musst nicht mit dem Auto fahren. Okay. Ja? So, dann gehen wir raus. Und übrigens, guck mal hier. Ja. Hier ist was drin. Oh. Oh fuck, ich hab dir das Geld geklaut. Alles sorry. Gut. Ah, Auto, Gegner. Warte, ich nehme mir eben das Geld von denen. Achtung. Noch mehr? Ja. Darfst du, ne? Ja. Hey, du kannst richtig gut schießen schon. Ja. Ich bin erst Skippe 20. Also von der Fähigkeit her. Warte, ich komme zu dir. Ja, ich hol mir nur gerade das Geld. Und. Ach, da bist du schon. Du kannst ruhig geradeaus fahren. Ach so, wegen den Autos fahre ich gerade ein bisschen. Ach so, ja, okay. Wird eigentlich die Dauer jeder Mission irgendwo da? Nee, ne? Das weiß man vorher nicht. Nee, das kann, wie gesagt, wenn du länger brauchst, kriegst du mehr Geld. Ja? Oh Gott. Oder wolltest du die ungefähre Dauer wissen? Ja, und ob man das irgendwo einsehen kann, bevor man eine Mission irgendwie startet. Nee, das musst du halt, kommt drauf an, auf dein Wissen an. Okay. Wenn du die schon mal gemacht hast, dann weißt du so, ja, die dauert ein bisschen länger. Und so. Ja, da musst du mehr machen. Und jetzt bei diesem Lager müssen wir gleich einen Laptop hacken, ne? Okay. Und aber erstmal viele Gegner töten. Yay. Aber bist du wieder irgendwo dran geknallt. Wirklich? Nee. Komisch, ey, so eine krasse Verzögerung, das ist aber blöd. Ich verstehe gar nicht, woran das liegt. Auch nicht. Wie gesagt, weil ich bin jetzt nirgendwo rangeknallt. Mein Auto sieht aus, wie ich es gekauft habe. Du kannst hier ruhig schon hochfahren, ne? Genau. Seltsam. Okay, bei mir ist das Auto schon Schrott, ey. Wirklich? Oh. Ja. Ich kann sogar Screenshot machen, das ist echt... Ja, hä? Also, wirst du eine Aufnahme dann sehen? Also, meins sieht aus wie geleckt. Warte kurz, ich mache jetzt einen... Oh. Ich mache jetzt einen Screenshot. So, zack. Ja. Und jetzt gehe ich kurz in Discord und schicke dir das. Ja. Weil das ist echt weird, damit du es siehst. So. Ist abgeschickt. Gut, ich guck dann gleich mal. Das ist ja, ja krass. So, also ich bin jetzt hier beim Lager. Ich weiß aber nicht, soll ich noch weiter reinfahren, weil da steht schon ein Typ. Wir können hier aussteigen. Alles gut. Warte mal, ich muss kurz einen Snack. Wie geht doch mit einem Snack essen? Warte mal. Ja, du drückst M, ne, für Menü. Dann, und dann gehst du auf Gesundheit und dann Snacks. Aber du musst am besten irgendwo dich dran, weil so dauert das ziemlich lange. Am besten so. Irgendwo dran, dran, so weißt du, in sicher Entdeckung so. Gehen, quasi. Oder auch nicht, okay. Ja, ich schon, ja. Ich will nicht den Typen ist. Hier eliminieren, den hier. Wo ist denn da jemand? Na da, an dem Häuschen. Das ist ein Bauarbeiter, ist das. Ach so. Ich glaube, okay. Ja. Ja, das ist nur ein Bauarbeiter. Okay. Ich meine, könntest du natürlich, aber. Ah. Ich glaube, wir sind zu weit weg, ne? Soll ich nochmal mit meinem Auto kommen? Wegen Fliehen? Oder? Nee, ist egal. Oh, sie sind jetzt schon hier. Aufpassen. Schnell in Deckung gehen. Ja. Oh, geht schon los. Fuck. Oh, so. Geht's dir gut? Ja. Wie denn? Gucken, wo die alle hier sind. Da mal ein. Oh, wo denn da? Schießen, obwohl die mich eigentlich gar nicht sehen könnten. Hey, jetzt schon wieder. Bin fast tot, ne? Ja. Ich esse schnell ein paar Snacks. Ja. Hier sind noch mehr, fuck. Die machen ja kaum Gesundheit, ne? Ja, doch, weg. Seht ihr auch viel zu spät? Achtung, da kommt einer.
Also alleine finde ich das echt schon schwierig, ne? Alleine, aber ich habe die damals alleine gemacht. Genau, was? Das ist die Mission, die ich meinte, die ich auch mit Helikopter gemacht habe immer. Ne, weil im Helikopter ist... Ein Auto kommt. Fuck. Waffe. Noch mehr Autos. Von links, von rechts. Shit. Aufpassen. Ich nehme den rechts, du nimmst den links. Wie denn? Kommen die jetzt mal? Achso, da steht... Da liegt noch. Auch noch. Alter, ich gebe denen so viele Kugeln. Das ist der andere Heini. Ach da. Gut, ich habe meine. Die habe ich down. Okay, sehr schön. Die kommen von hinten, oder? Ja, warte. Da kommt noch ein Auto. Oh, fuck. Noch zwei Autos. Ich werde nicht mehr. Oh, fuck, 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 fuck. Die wollen mich hier echt fertig machen, ne? Ja, ich bin auch gleich wieder tot, ne? Ja? Dann nimm schnell ein paar Snacks. In Deckung gehen irgendwo. Ach Mensch, diese Steuerung ist manchmal echt schon... Ah, Snacks. Okay, den Laptop können wir dann gleich ganz entspannt hacken. Mhm. Weil, das hast du ja schon mal gemacht, ne? In einem deiner Videos. Jo. Das ist, aber da gibt's drei von denen, glaube ich. Ist okay. Die du machen musst. Und hier ist ein übrigens bisschen Geld in dieser Kiste. Warte, wo bist du? Hier vorne, bei dem Laptop. Ach ja. Hier. Da. Hey, danke. Willst du das machen? $500. Achso, ja, warte. Warte, warte, warte. Wo? Dann gucke ich in der Zeit, ob nach Gegnern. Ja. Nein. Habe ich mich jetzt aufgehangen? Jetzt nein. Nee, okay. Nee, das dauert kurz immer. Externes Medium, ne? Heck. Oh Gott, was muss ich denn machen? 50, 1, 7, oh Gott, was? Soll ich mal gucken? Ja, wenn du möchtest. Ich bin gerade. Das ist eigentlich einfach. Ich weiß das noch. Du musstest du die richtigen Zahlen finden. Ja. Das war eigentlich gar nicht mal so schwer. Also gerade. Da, ich hab. Nee, da. Nee, da. Nein, da. Oh, scheiße. Warte mal. Ach so. Warte, ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Okay. Vorsicht. Jedes Mal, wenn ich die... Das ist Assi. Ich hab's gerade, warte. Oh. Okay. Warte, warte, warte. Hast du fast, ne? Ja. Jetzt. Nein. Oh, ist das, warte mal. Achso, ich kann mit WASD. Ich hab die ganze Zeit mit Maus. Warte, 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 warte. Jetzt. Oh, Gottes Willen. Starte Brute Force X. Was war das mit Wählen? Warte, warte, das warte. Den anderen, was du schon mal gemacht hast. Ja, den, ich bin gerade ein kleines bisschen. Warte. Warte, warte, warte. Ich hab's gleich. Passwort erhalten. Down und out. Okay, wir müssen uns zum Hangar begeben. Kommst du? Achso, hast du ein Auto geholt? Ich fahr zu deinem Auto. Okay. Oh, Gottes Willen. Und jetzt wird's gleich noch ein bisschen schwieriger. Ah, schön. Vor allem, weil wir gleich, da zeige ich dir auch gleich nochmal, bei dem Hangar, ne? Mhm. Ein Flugzeug, was wir vorher schon abschießen können oder kaputt machen können. Ne? Oder ist besser, weil wenn wir das später nicht mehr kriegen, dann ist die Mission nämlich fehlgeschlagen. Ach so, und deswegen super. Schießen wir das schon vorher ab, weil das steht am Ende der Landebahn. Mhm, okay. Das muss Moritz mal wissen, ne? Ja, und das weiß ich, weil ich das schon oft gemacht habe. Willst du fahren? Kann ich? Kannst du mir freischalten? Oder kann ach so, ich? Achso, eigentlich schon. Du müsstest eigentlich. Ich bin mit dem Auto, glaube ich, noch nie gefahren. Ich glaube noch nicht. Du hast einen Platten. Ja, ich hab keinen Platten. Fuck. Nee. Nein. So, oh. Warte. Ich hab nur die Pistole, scheiße. Ah. Oh. Hab ich denn nur die Pistole?
Oh, ich habe keine Muni mehr. Ah! Oh. Nee? Nee. Warte mal. Ich kaufe komplett alles voll, bis zum geht nicht mehr. Da kommt noch ein Gegner. Aufpassen. Nur Schrotflinte. Oh, ist das assi. Guck mal, hatten wir die hier? Ja, die haben auch noch ein bisschen Muni. Warte. Oh. Habe ich so viel verballert, dass ich keine Muni mehr habe? Das ist ja echt traurig. Ich würde das komplett voll kaufen, bis es nicht mehr geht. Achso, kann ich hier kaufen? Ja, kannst du gleich im Menü, wenn wir eine Mission. Achso. Schrotflinte brauche ich nicht. Schrotflinte finde ich immer ein bisschen doof. So, okay, ich bin wieder voll ausgerüstet. Krass, wusste ich gar nicht. Aber warte, das kannst du jetzt schon kaufen? Ja. Ach so. Ich dachte erst, wenn dann eine Mission startet. Okay. Nö. Schöne entspannte Musik, ne? Ja, ich hoffe, das ist kein Copyright, ne? Ja. Normalerweise wird es dann nur entmonetarisiert, also dass du halt das nicht selber monetarisieren kannst. Wirst du schon monetarisiert? Nee, dazu brauchst du auch mehrere Abonnenten. Also ich glaube, ab 1000 kannst du Werbung schalten. Okay. Und ab 500 kannst du dann, glaube ich, solche Shorts erstellen. Okay. Vorher geht das gar nicht. Okay. Ja, ich habe ein Video habe ich ja mit 68.000 Aufrufe. Ach so, krass. Ja, es gab mein ganz erstes auf diesem Kanal, auf Domo Dito. Mhm. Und mein anderer, Leon Ups heißt der, da habe ich auch ein paar Videos mit so, da habe ich, wie man in Minecraft zum Beispiel sein Skin ändern kann, da habe ich über 20.000 Aufrufe. Da habe ich auch noch andere mit 15.000 Aufrufe, also ich bin schon nicht schlecht, ne, sage ich mal. Aber leider nie was dafür bekommen. Also. Wait, wir kommen hier nicht rein? Okay, dann müssen wir wahrscheinlich wieder. Also bei mir geht's nicht offen. Hä, hey, du bist gerade voll durchgefahren bei mir. Ja? Du bist gerade voll durchgefahren bei mir. Das ist ja komisch. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Aber jetzt fahre ich wieder normal, ne? Ja. Okay. Das ist ja seltsam. Seltsam, ne? Obwohl, Internet bei mir ist gut. Also, ja. Aber es kann, also Internet kann ja eigentlich nicht dran liegen, dass du andere Bilder bekommst. No, jetzt bin ich hier gegen geknallt. Sorry. Genau, das habe ich auch gesehen. Ich verstehe das hier nicht, ehrlich. So, jetzt fahren wir nach links, weil ich dir gesagt habe, dass dann. Siehst du den Flieger? Ja, also warte, ich muss kurz. Den schießen wir jetzt ab. Den machen wir kaputt. Sind da irgendwelche Wachen jetzt noch vor Ort oder geht's? Nee, wir machen den einfach so kaputt. Hast du irgendwas? Nicht, ne? Kraftbomben? Nee. Granaten? Warte mal, warte, hab ich irgendwas? Musst du nach oben die Maustaste oder so, ja. Hast du irgendwas? Warte mal. Dann machen wir es anders. Ich hab, was ist denn das? Muss ich hier? Ja, guck mal. Müssen wir doch eigentlich nur warten, bis das jetzt hier weiter brennt, oder? Mhm. Lassen wir komplett explodieren, oder? Ja, würde ich schon sagen. Ja, es brennt auch der zweite noch. Ja, jetzt. Ah. Geil. Dann haben wir das schon mal fertig. Dann weißt du für die Zukunft, wenn du die Mission mal machst. Ja. Dann weißt du immer, hier steht einer. War nicht vergessen, ne? Ja, ich gebe mir Mühe, das nicht zu vergessen. Ich habe das schon mal vergessen und dann hatte ich Arschkarte. Aber musst du das vorher machen? Musst du das wissen? Oder ist es einfach dann zeitlich sehr schwierig, dass du noch mit... Es ist schwierig, dieses Flugzeug einzuholen. So, na gut. Und jetzt machen wir sie wieder so wie am Anfang. Wir können uns übrigens gleich einen Buzzard nehmen.
und dann wird das Ganze noch einfacher. Bassard. Bassard. Bussard. Bussard. So wie ein Vogel. Ach so, Bussard, okay. So, let's get's. Oh. Ich schieß, du schieß. Ich sehe die immer so schwer. Da oben sind noch welche. Wir müssen auch noch die Fahrzeuge zerstören. Da müssen wir nämlich. Wir müssen erstmal da oben die Treppe da rechts hinten hoch und das Koks stehlen. Sollen wir mal fahren? Oder sind da noch welche? Ja, da war noch einer. War einer. Aber wir müssten jetzt soweit durch sein. Noch einer. Warte mal. So, warte. Oh, Mensch. So. Alter, was haben die denn für ein Leben? Ich muss mal kurz hier einsammeln. So. Mal. Hey, das ist nicht normal. Ein hinter mir. Immer noch? Ach nee, ein anderer. Ach, der ist einfach dort gespawnt. Hey, das ist doch nicht wahr, ey. Ich muss Snacks essen. Nützt nichts. Sonst sterbe ich hier gleich weg. So, ab nach oben. Ich muss Panzerung holen. Die ist Koks stellen. Und wir kriegen so viel Geld, ne? Wirklich. Ja, hoffen. Oh. Und jetzt nehmen wir uns einen Buzzard. Und da kommt ein Helikopter. Schnell den Buzzard holen. Schnell einen Buzzard. Nimm dir am besten auch ein. Was ist ein Buzzard? Der Kampfheli. Und da kommen Autos. Okay. Schnell in Deckung. Bist du jetzt. Bist du schon unten? Ja. Fuck. Ich glaube, das. Warte. Oh. Ach so, ein Kampfjet müssen wir nehmen. Sozusagen. Kampfschrauber, ne? Kampfhubschrauber, wo sind die denn hier? Ja, hier vorne. Da vorne stehen zwei. Ein links, eine rechts. Vor dem Hangar. Achso, vor dem Hangar. Okay, so müssen wir vor. Vor dem Hangar. Okay. Oh, fuck. Ich hab ja gar nicht gesehen, den Heli. Ist tot. Oder? Heli ist weg. Okay, danke. Den hab ich überhaupt nicht gesehen, ne? Im Auto ist gerade. Ah, diese Mission ist schwer, Alter. Ja. Ehrlich. Kommt schon der nächste wieder, ne? Oh. Ist alle. Okay. So, ich nehme mal. Also nämlich, können wir zusammenfahren oder müssen wir einen nehmen? Ja, wir können auch zusammen. Oh ja, warte. Komm ich mit zu dir. Okay. Achso, willst du noch die Fahrzeuge zerstören? Ja, genau. Das mache ich mit dem Buzzard. Achso, mit dem... Aha, ach so. Ah, jetzt. Ja, und mit dem fliegen wir dann zu Madrasos Haus. Okay. Warte. Wie wechsle ich denn? Achso. Aber krass, wie viele Typen, wie viele Gegner im Endeffekt noch kommen, ne? Das war schon. Also wenn du das nicht weißt, dann rennst du blindlings in dein Verderben rein. So, das war's. Ja, das ist echt nice. Ja, gute Mission, ne?
Also so macht GTA Online auch Spaß, ne? So macht Spaß, ne? Ja. Ja. Das ist auch das, was mir richtig Spaß macht. Diese Mission, dass ich die mal gemacht habe, das ist schon viele Jahre her, ne? Das ist schon ein paar Jährchen. Seit 2017 war es, oder? Also bei PC, also oder? PS4? Nee, PC habe ich jetzt in den Urlaub. Im Urlaub habe ich neu angefangen. Also in 2 Wochen bin ich quasi über Level 40. Krass. Ich meine, würde ich nachts auch noch spielen, dann keine Ahnung. Boah, nee, so viel nicht. Das wird auf jeden Fall ein cooles Video, ne? Das stimmt. Wenn wir den Überlebenskampf noch gewonnen hätten. Das wäre richtig nice, ne? Das wäre nice. Das wäre dann so ein perfektes Video, weil wir einfach alles hätten. Muss ich kurz mal aufpassen. Hier oben. Also mit der, wie hieß der denn nochmal? Titan. Mit der Titan konnte ich wirklich perfekt landen. Aber hiermit weiß ich nicht. Ja, Hubschrauber sind immer so ein bisschen... Hiermit weiß ich gerade wirklich nicht. Oh, Puffin. Aber ich würde mich genauso anstellen. Mit Hubschraubern komme ich überhaupt nicht zurecht. Ich bin ausgezeichnet Fahrgast. Sehr schön. Ah, du musst eigentlich unten drunter, dachte ich. Ach so, ja. Eins verstehe ich. Jetzt gehen wir hier hin. Und das war's. Was? Schön. Schön, ne? Der kommt da. You're the talk of the streets, my friend. Can I call you that? I feel we will be great friends. Hey, look at this place. Isn't it beautiful? A modernist wonder home. Very significant. My business associate lives here. I bought it for her. For him. For her as a present. Because I like her as a business associate. Anyway, here. Give me that. Yes. Perfect. I will do great. Was hat der Matratzo eigentlich nochmal gemacht, dass der Michael sein Haus abgerissen hat? War das nicht mit seiner Frau? Nee, das ja, der hat der Golf, der Golftypi hat ja mit der Amanda geschlafen. Und, boah, 22.000. Nice. Ja, und der Michael ist ihn dann verfolgt und dann ist er halt in das Haus von Martin Matratzo hineingegangen. 60 Kills habe ich gemacht. Okay. Ja. Erzähl weiter. Und dann war halt der Michael so erbost, dass er dann halt das Haus abgerissen hat. Wie geht's, hast du den Pegorino oder hast du den Bruder da? Den Cousin, hast du den Nico, wie heißt der, Roman Bellic oder die Kate hast du? Also ich habe mich dafür entschieden, den Dimitri zu erschießen, also habe halt mich gegen das Geld entschieden, woraufhin ja die... Kate, der dann meine Freundin war und du stehst gerade über mir? Nee. Oh Gott. Oh nee, komm. Nein. Ach nee, ich bin schon wieder. Ey, was ist das denn? Warte, ich renn weg. Ich hab keinen Bock mehr. Da ist gerade ein Typ über mich gespawnt mit einer Waffe in der Hand. Ich hab gar keinen Bock mehr. Also ich hab mich, sage ich mal, für Roman entschieden. Also die Kate musste dann sterben. Folgt er mir? Ja, war bei mir auch so. Scheiße, der folgt mir. Ist das ein... Mein Auto steht dort, da stärke ich mir ein Auto und fahre ganz schnell weg. Gar keinen Bock drauf. Komm kurz bei dir noch in die Sitzung. Wo bin ich denn? Hä? Bin ich jetzt gerade gespawnt? Was ist das denn? Okay, Actionfigur. Ich habe eine Actionfigur. Hä? Ich habe jetzt drei Actionfigürchen. Hä? Was ist das denn jetzt? Ich habe gerade Ich habe gerade einen übelsten Bug. Hä? Okay. Nicht, dass du gehackt wurdest. Denkst du, ich wurde gerade von anderen Spielern aus der GTA und der Sitzung rausgeworfen? Gehre zurück zu GTA Online. Hä, warum das denn? Das war bestimmt ein Hacker. Ich denke, das war ein Hacker. Das war bei mir auch so. Weißt du warum? Ich wurde einmal, hat mich so ein Spieler zu irgendeinem Strand teleportiert mit anderen Spielern. Genau, ich wurde auch gerade teleportiert. Du wurdest gehackt. Also da hat dich jemand quasi gehackt. Also dahin teleportiert. Okay, und warum? Das ist total bescheuert. Warum? Aber ich hatte Glück, ich bin gerade, als der mich dahin teleportiert hat, bin ich schnell in eine Mission rein, weil ich das Missionsmenü offen hatte. Ne? Ja, ich wollte zu meinem Auto, das ist ja voll, wie hackt er mich denn da? Ist das so Cheaten? Wie die das machen. Das ist total bescheuert, was die machen, ehrlich. Vor allen Dingen wurde ich ja dann rausgeworfen von anderen Spielern, das heißt, da müssen mich ja, keine Ahnung, 5 Leute gemeldet haben.
Nee, der hat dich halt einfach, wenn der ein Hacker ist, dann kann der dich einfach. Was ist das denn für ein Arsch? Ja, ein richtiger, Ich soll richtiger froh Arsch. sein, dass er mich nicht persönlich kennt, sonst hätte ich dem einmal die Leviten gelesen. Lasst mich bloß in Ruhe mit eurem Konkurrenzkampf. Ich möchte nur die Abmoderation jetzt hier machen. Ja, also, ich möchte mich nochmal bedanken bei Domo de Dovo, dass er mich hier 3,5 Stunden durchgeschleppt hat. Und ja, das hat ein super Ende gefunden, indem ich wieder gehackt worden bin. Und wurde dann rausgeworfen. Also, das wusste ich auch noch nicht, dass man gehackt werden kann. Hier eine Frage an alle, die ja zuschauen. Man sollte ja nicht cheaten. Da stand ja bei den Rockstar AGBs mit drin, wenn ich mich nicht täusche. Und da kann ja, glaube ich, das Konto auch gesperrt werden. Kann ich die Person einfach sperren? Also ich weiß ja ungefähr, wer die Person gewesen ist, weil die ist ja über mir gespawnt und hat mich ja dann verfolgt. Also den Namen kenne ich ja und man kann das ja dann nachempfinden anhand des Videos, dass er mich ja gehackt hat, sich als mich ausgegeben hat und dann hat er diese ganzen Actionfigur spawnen lassen. Und die habe ich ja dann aus Versehen eingesammelt und wurde dann rausgeschmissen. Warum wurde ich eigentlich rausgeschmissen? Weil er sich als mich ausgegeben hat? Weiß nicht, solche Menschen wirklich. Also ich weiß schon genau, wie solche Menschen aussehen. Und die sollen froh sein, dass die nicht vor mir stehen. Ich bin kein gewalttätiger Mensch, aber ich werde mich diplomatisch verbal ausdrücken, um die Person klar oder um der Person klarzumachen, dass man mit mir hier nicht messen soll. Also sich mit mir anlegen sollen, weil ich bin niemand, der das einfach mit sich machen lässt, aber ist ja zum Glück nur eine Online-Welt, ne? Also das war ja, ja, ne? Aber wenn ich Person wirklich in echt sehen würde, ja. Na, kommen wieder ein Spieler, oder? Der kommt da von da hinten. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, euch haben die 5 Folgen gefallen. Also ich fand sie sehr unterhaltsam. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit jemandem zusammen zu spielen und da wirklich mal Erfolge, Mann, Busi, geh mir nicht auf den Senkel, Erfolge zu erzielen und ja, ein gutes Level abzuhaben. Also so macht GTA Online Spaß. Ja, solange man sich nicht in der normalen Sitzung befindet, wo jeder Spieler einen abknallen kann. Und dann, ja, hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge, wann auch immer die kommen wird, wiedersehen werden. Und wie gesagt, weitere Tipps sind sehr gern willkommen. Und ja, wie gesagt, wenn jetzt hier noch Tipps erscheinen sollten in den vorherigen Folgen, dann bin ich sehr dankbar dafür, denn die Abmoderation erfolgt gerade, wo ich die ganzen Videos geschnitten habe. Also ist noch kein einziges Video rausgekommen. Deswegen nicht wundern, wenn ich jetzt danach frage und ihr habt mir schon in den Kommentaren viele Tipps gegeben. Die werde ich natürlich alle lesen. Und dann, ja, wie gesagt, nochmal ein großes, großes Dankeschön an Domo di Dovo. Und dann, ja, hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen werden.